Alles klar, Leute, und willkommen zum Finale von Pokémon Smaragd Nuzlocke. In der letzten Episode haben wir nichts anderes gemacht als die ersten der drei Top 4 besiegt und werden nun uns um Dragan kümmern. Hi. Ich bin der letzte Top 4. Ich brauche eine bessere Stimme. Dragan, der Drachenmeister. Ich weiß, er klingt wie Ulrich, aber egal. Von Natur aus sind Pokémon wild. Sie sind frei. Manchmal behindern sie uns, manchmal helfen sie uns. Weißt du, was es bedeutet, mit Pokémon als gleichwertigen Partner zu kämpfen? Weißt du, was verlangt wird? Wenn du das nicht weißt, bist du dir an dieser Stelle scheitern. Ich habe Angst vor dem Captain. Oh je. Und hallo, er ist oben ohne. Das heißt schon einiges. Draschel. Level 52. Hm. Ich hab's gewusst. Macht Schutzstelle. Ich hab's gewusst. Und es gibt hier nur ein einziges Pokémon, vor dem ich heiden Respekt habe. Oh, hör doch auf! Und zwar sein Libeldra. Denn das ist das einzige Vieh, das Erdbeben beherrscht. Warum auch immer das einzige Vieh ist. Und das ist das einzige, was Keeper wirklich töten kann, weil es gibt noch einen Step drauf, hat nur eine Angriffskraft und. Oh. Risiko. Tackle! Aua. Das tut weh. Aua. Das heilt sich, der heilt sich jetzt eh durch. Surfer. Blöp. Oh, ein Volltreffer. So. Ich hab keinen Surfer mehr. Na super. Super. Okay. Draschel auch weg. Das ist also so ein Pokémon, das kann ein Volltreffer. Zwei Volltreffer kassieren. Schön. Das kann irgendwie nichts. Also, ist schwach und so. Libeldra, oh Gott! Ich versuch's einfach. Komm, der hat doppelte Schwäche gegen Eisstrahl, ja? Das wird draufgehen, das kann ich überleben und ich liebe Libeldra, das sieht so genial geil aus. Ich hätte selber gerne eins gehabt, aber das Schicksal sagte sich, nö, du doch nicht. Oh, es ist tot, geil! So, der Kampf ist gelaufen für ihn, der hat keine Schnitte mehr. Keine Schnitte. Altaria, kein Problem, Eisstrahl tot. So, ich meine, hat er da zwei Libeldra oder nur eins? Ich glaube, in Saphir und Rubin waren es eins. Und hier war es ein Seedra-King dafür. Level 54. One Hit. Volltreffer. Okay, Keeper haut jetzt die Volltreffer raus. Das will mir gefallen. Ich bekomme leider kein Level ab. Jetzt kommt Seedra-King. Da wirkt sich liebend gern aus. Auf Kyoko. Ich glaube, gegen Kyoko hat er nichts Effektives in der Hand. Wie soll ich auswirken? Ich will nicht Eisstrahl verschwenden, denn Seedra-King kann einiges einstecken. Daher. Rauchwolke. Seriously. Warum? Er ist auch das doppelte Macht. Ah, trifft immer noch. Rückkehr! Oh, das war gut schon. Drachentanz. Oh. Okay. Ich glaube, es kommt nur Surfer, Rauchwolke, Bodyslam und Drachentanz. Deswegen. Ist mir scheißegal. Denn Kyoko hat eine gute Verteidigung und wird auch einen Bodyslam überleben. Oder mehrere Bodyslams. Oder noch ein Bodyslam. Ja, siehst du. Wow, wie es immer getroffen hat. Ich bin stolz auf dich, Kyoko. Wow, wieso habe ich den Kampf nicht im letzten Part gemacht? Das hat voll reingepasst. Naja, Wayne, egal. Scheiß drauf. Brutal Lander. Ja, Keeper. Show me what you got. Sollte mit einem Eisstrahl wirklich besiegt werden, also. Das Vieh stellt keine Gefahr da. Neutral Tor so macht. Wirkungslos. Super. Eisstrahl. Ich bin sogar schneller. Geil. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, und tschüss, Brutalander. Nicht! Für ein! Steinhagel. Okay. Wow, das macht gut Schaden. Naja, egal. So, es heilt sich. Perfekt. Du bekommst keinen Trank mehr. Weil du das letzte Pokémon hatte ich noch einen extra Trank. Naja, egal. Tschüss, Brutalander. So, gib mir das nötige Level ab bei 55. Dann lasse ich dich auch in Frieden wandeln, Dragan. Hydro-Pump. So, nee. Tja, Dragan. Hervorragend, das muss man sagen. Ich weiß, ich bin so gut.
Dir gebe wahre Ehre, da du als Trainer der Pokémon so weit gekommen bist. Du weißt, was verlangt wird. Ja, ein Trainer braucht ein ehrliches Herz. Pokémon berühren das Gute im Herzen des Trainers und lernen zwischen Gut und Schlecht zu unterscheiden. Sie berühren die guten Herzen der Trainer und wachsen daran. Geh weiter, der Champ erwartet dich. Oh ja, der Champ. Also ich muss sagen, ich finde den Champ in Rubin und Zafir ein bisschen schwerer, weil der hat eine größere Auswahl an Pokémon. Problem hierbei ist, ich habe nur kein Elektro-Pokémon. Und ich habe zwar Pflanzen-Pokémon, aber der Typ hat Eisattacken. Aber ich glaube nur zwei Pokémon mit Eisattacken, und zwar seinen Ballreiser und seinen Tentoxer. Wie viel ist das für Spezialverteidigung? Ich versuche es einfach mal. Yumi, ich vertraue dir. Ein langer Gang wird zum Champion. Willkommen, Michael. Dieser Zwischenfall in Xenrovile, das war hervorragende Arbeit. Wie du die Krise dort beendet hast. Hups, es wäre aber nicht fair zu behaupten, dass du allein für Ordnung gesorgt hast, die Situation gemeistert, weil du mit deinem Pokémon zusammengearbeitet hast. Wir Trainer ziehen Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Techniken für den Kampf beibringen. Und auch wir lernen viel von den Pokémon, dann wird deine Leistung mit den anderen Trainern verglichen. Nun ja. Wir können am Eleganz in ganz Höhe mit seinen Pokémon tanzen. Zeig es mir, hier und jetzt! Epische Musik ertönt. Eine Ausforderung von Champion Vasili. Vylord Level 57. Los, Yumi! Schlaf es ein! Yes! So. Es kann zwar Blizzard. Hat allerdings nicht so die gute Spezialangriffs und Yumi hat eine gute Spezialverteidigung, deswegen. Sauberblatt! Ich hab gerade Sauberblatt gesagt, ja, Sauberblatt, ein Attack der 6. Generation. Oh, das macht gut Schaden! Aufgewacht, Little. Ring. Ne? Das gefällt mir dann nicht, mein Fräulein. Das gefällt mir nicht. Zauberblatt! Und tschüss, Sikorsky. Perfekt. Und gleich noch ein Level-Up hinterher, das ist schön. Level 54. Und gute Werte-Boost, perfekt. Milo! Nein. Keeper! Ich wusste, dass er Milotic raushaut, aber Milotic ist kein Problem mit Keeper, denn es hat keine Attacke, die Keeper wirklich vernichten kann. Es hat zwar Genesung, aber... Aber, meine Freunde, aber... Ich habe vergessen... Surfer zu holen. Ach ja, Toxin. Wir sind daneben! Manu! Surfer. Ja, mach mal. Ja. Das kannst du gleich mal lassen, mein Fräulein. Keeper, trifft mit Toxin, ich brauche es. Keeper! What the hell? Hallo? Bitte? Ich brauche es unbedingt. Ich hau lieber mal einen Trank rein. Ich vertraue dem Vieh da hinten nicht. So. Toll, es ist Regenwerk und mein Surfer wird auch schwächer. Geil. Surfer. Keeper nur trifft. Moment mal, ich will jetzt mal nachschauen. Das hat auf den Zug gegangen. Ja, toll. Keeper. Auch nur 85 treffen. Guck ich, das ist 90. Wohl geändert, naja. Komm, triff endlich. Danke! Gehen wir jetzt so scheiße. Ach, ist ernsthaft. So, schwer vergiftet. Perfekt. Perfekt, so. Jetzt macht es einfach so gut wie nix. Komm schon, perfekt. Es kann sich zwar heilen. Aber. Habe ich irgendwo. Nicht Elixier. Ah, komm, Box Elixier. Ja, rein damit. Aber er hat, glaube ich, auch noch einen Hypertrank, also Top-Genesung in Händen, aber egal. Er wird einfach nochmal Toxin machen. So, Surfer. Ich mache extra keine Säure, weil erstens der Angriff ist nicht so stark von Keeper und Säure macht wenig Schaden, dass die Fähigkeit Notschutz haben kann, das Melodik. Deswegen. Ne? Naja. So, wurde durch Gift verletzt. So. Zeit fürs Auswechseln. Es ist dein Job zu glänzen zu Yumi.
Du schaffst es! Ja, macht erstmal Genesung. Ist mir egal, das Toxin macht später so viel Schaden, das kann sich nicht mehr wegheilen. Man sieht hier, das macht schon guten Schaden. Okay, es ist schneller, es ist nicht gut. Okay, überlebt. Zauberblatt! Flop! Okay. Citrobeere. Von mir aus gerne. Dam da dam dam da 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 da. Ich heil mich mal eben. So. Ja, es ist ein Kampf, bei dem ich einfach sagen muss, einfach aushalten. Haltet aus, meine Pokémon. Weil Milotic ist ein echt ernstzunehmender Gegner. Man sieht ja selber, ich habe auch Milotic. Das kann auch ziemlich fies sein. So. Und das war's für dich, Milotic. Tja. Lame, aber es musste sein. So, Tentoxa kommt in den Ring. Da habe ich die perfekte Waffe dagegen, nämlich meine Kyoko. Oder... Natsuki. Ja, es kann Wasserattacken, deswegen nee. Los, Kyoko. Du kannst auch gute einige Attacken einstecken, deswegen sollte es kein Problem darstellen. Und du hast auch eine mächtige Rückkehr. Hydropumpe, ja, das hätte Zuki gekillt. Zuki wäre vielleicht schneller gewesen, aber... Ich will kein Risiko eingehen, nicht bei diesem Viech. Rückkehr! Oh ja, das macht gut Schaden. Riskiere ich? Ne, ich riskiere nicht. Ja, wir sehen, wir treffen die Hydropumpe. Ich glaub's ja nicht. Ja, genau deswegen wollte ich keine Risikotechno machen. Genau deswegen. So. Rückkehr. Tentoxa bekommt jetzt eine Heilung, hat diesen Volltreffer kassiert. Ja. So, dann können wir beide heilen. Ja, der Kampf gegen den Champion ist nicht so schwer, aber... Wenn man denkt, dass ich keinen Pokémon draufgehen lassen will, naja... Dann ist es schon ein bisschen schwerer. Ne? So. Gut, dann machen wir jetzt einmal einen Risikotackle. Quatschbombe. Ja, mach mal. Meine Verteidigung ist besser als meine Spezialverteidigung. Mein Angriff ist sowieso schwach und... vergiftet. 30% der Chance zu vergiften, das ist ekelhaft. So, ein Risikotackle. Ja, macht gut Schaden. Kyoko wird doch Gift verletzt. Das gefällt mir nicht. So, deswegen haue ich jetzt eine Top-Genesung rein, denn ich will ungern, dass mein Pokémon durch Gift stirbt. Das wäre ekelhaft. So, macht eine Hydro-Pumpe. Ist Matschbombe. Geht. Hör auf, mich so anzumatschen. Hör auf, zu vergiften. Hallo. Lass das. Ich riskiere es mal. Solange es ein Volltreffer ist. Ja, gut. Reicht. Langt Jessikowski. Ich mag den Toxer echt gerne, aber ich will mein gegnerisches Toxer lieber tot sehen als lebendig. Daher, tschüss. Das war's für dich, du Noob. So, was können wir jetzt nächstes? Kapaloris. Für Kapaloris habe ich Yumi. Warum Yumi? Das Viech kann Doppelteam. Und ich möchte es ungern dazu kommen lassen, dass es ein Doppelteam reinhaut. Denn da muss ich nur noch Zauberblatt und ich habe. Und das Vieh kann Egelsamen, Gigasauron surfen und hat damit keine Attacke, die mich wirklich vernichten kann. Und deswegen schlaf ein, Kleiner. Ich kann mich jetzt noch mit Gigasauron ein bisschen hochheilen. Klar, ich kann es mit Säure angreifen, aber... ich weiß, ob ich das gut Schaden machen kann. Deswegen erstmal Gigasauron testen. Und das mal Schaden macht... Na... Kapaloris ist gut in der Defensiven. In den Defensiven. Aber... So, Säure... Flop, flop. Kann das mal verteidigen senken? Das wäre auch nicht praktisch, ne? So. Aufgewacht, ja. Doppelteam. Dachte ich mir fast schon. Naja. Kann man nichts ändern. Zauberblatt. Flop. Sehr gut. Surfer. Da ist kein Gigasauger und... Gigasauger kannst du da auch machen, aber... Die KI ist so eingestellt, dass man es nicht macht. Vor allem Egelsamen kannst du auch nicht benutzen, das ist auch sehr gut. So, heilen. Surfer. Joa. Ist nicht so stark, Kumpel. Zauberblatt. Flop. So, noch ein Zauberblatt, dann ist es auch schon weg vom Fenster.
Ich glaube, sein letztes Pokémon war ein Welser. Das ist natürlich auch kein so großes Problem. Außer für eine Top-Genesung. Geil! Nichts. Na super. Super! Zauberblatt! Flop! Okay. Komm nochmal, Zauberblatt. Das wird ein langer Fight. Aber, naja, was will man tun, ne? Zauberblatt mach ich mal nochmal und Zauber! Blatt zum Volltreffer. Schade. Ja, Doppelteam. Ich nutze Zauberblatt, Freundchen, das bringt ja nix. Oh Junge, komm schon, das bringt dir nix, Kappa los. Du kleines Poncho-Pokémon. Surfer. Ich hab's geahnt, dass da eine Volltreffer reinkommt. Ich hab's geahnt. Nein. Gott, natürlich kommt da ein Volltreffer. Alter, noch eine Top-Genesung! Wie viel hat denn der Kerl? Ich will's gar nicht wissen eigentlich. Aber egal, Zauberblatt. Flop. Mach mal einen Volltreffer, Juni. Das wäre echt praktisch. Ja, komm, mach Doppelteam. Ja, der Kampf ist gelaufen für ihn. Der hat keine Chance mehr. Seine besten Pokémon sind gelaufen, sind dahingeschieden. Milotic und Doxa. Und Violet. Auch ein bisschen. Aber. Zauberblatt. Flop. Komm auf Volltreffer. Töte! Ja, das macht wenig Schaden. Außer natürlich ein Volltreffer. Das ist natürlich was anderes, aber egal. Zauberblatt! Flop! Oh. Surfer! Surfer! So, komm, keine Top-Genesung mehr, oder? Danke. Ich wollte schon sagen, wenn er noch eine Top-Genesung raus hat, dann ey, was zur Hölle. So, Tschüssikowski. Viele Erfahrungspunkte. Und ein Welser. Das ist kein. Oh, der hat noch ein Pokémon. Was ist sein letztes Pokémon? Goldking? Nee, das ist jetzt Arena-Leiter. Bist du überfragt? Och nee, es ist schneller. Noch nee. Das macht meine. Gibt mein Gegner so wenig Schaden. Gigasauger. Jo, macht den noch gut Schaden. Und Folge. Was ist Folge halt? Schön. Oh, ich bin ein bisschen schneller. Was zu? Okay. Wir haben wohl die gleiche Initiative. Gefällt mir. So. Tschüss, Welser. Was war's für dich? Also, so, was kommt jetzt? Gara, ah, Garados war's, okay. Komm, Yumi. Garados sollte auch kein Problem darstellen, wobei, naja. Wobei, nee, ist kein Problem. Ich werde jetzt erstmal Kyoko voll heilen. Und werde dann auf Kyoko wechseln. Drachentanz. Das will mir nicht gefallen. So, ich such's mal. Erdbeben, okay. Das kann Schaden machen, aber ich bin ein Pflanzentyp, deswegen. Ja. Perfekt. Perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kyoko, du bist nun Sanderreihe. Sanderreihe. Okay, Garados ist auch noch ein Problem an sich. Schläft tief und fest. So, einfach in den nächsten zwei Runden bitte noch schlafen, ja? Verdammt. Du bist scheiße. Noch ein Drachen. Oh, oh, oh. Das Vieh denkt sich, oh, ich mache jetzt sowas von Rambazamba hier. Und ja, du machst echt Rambazamba, mein Freundchen. Oh, Mann. Oh je. Was kriege ich? Eine riesige Tackle? Nee. Oh Scheiße! Oh! Oh Gott! Gott, mein Herz! Wow. Du dreckiger Bastard.
Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind Champion der Pokémon-Liga in Höhen. Ich, der Champ, wurde besiegt. Eine erstklassige Leistung. Du warst elegant, manchmal verzweifelt, aber auch herrlich. Darum gehört dir, Michael. Du bist wahrhaft ein edler Trainer. Und wie ich verzweifelt war. Die Pokémon, die du in den Kampf geschickt hast, manchmal wirbelten sie wie eine Frühlingsbrise und dann wieder schlugen sie ein wie ein Blitz. Du hast ein Pokémon mit leichter, aber sicherer Eleganz geführt. Du hast mich mit deiner meisterhaften Vorstellung bezaubert. Du hast den ruhmreichen Gipfel der Pokémon-Liga erreicht. Für die ganze Höhenregion rufe ich dich hiermit. Michael, ich muss dir unbedingt einen Rat geben, bevor du gegen den Champ antrittst. Wie? Was war das? Michael, das kann nicht sein. Es ist schon vorbei? Siehst du, was habe ich dir gesagt, Mike? Ich wusste, du brauchst dir keine Sorgen, Michael zu machen. Arschloch, Michael, du hast es geschafft. Als ich hörte, dass du deinen Vater in der Arena von Blütenburg City besiegt hast, wusste ich, dass du da die Chance hast. Aber dass du dann sogar Champ geworden bist, oh ja, was ist deine Pokémon geworden? Lass mich mal sehen. Oh, du hast 152 Pokémon gesehen und 42 Pokémon gefangen. Das läuft doch wunderbar, mach weiter so. Also dann sage ich herzlichen Glückwunsch, nun kannst du mit Stolz in den letzten Raum betreten. Michael, wer sind diese Typen? Nein, lass es mich richtig ausdrücken. Neuer Champ, komm mit mir. Tut mir leid, aber keine Frauen erlaubt. Diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die Champs werden. Warte bitte drauf, bitte, Professor. Arschloch, Penner. Ich mach nur Spaß, ist schon okay, so sind die Regeln. Michael, ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Spiegelnder Boden, nice. Dieser Raum. Hier bezeichnen wir die Pokémon, die sich gerade aus harten Kämpfen darauf vorgegangen sind. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Komm, schreiben wir deinen Namen nieder als den Trainer, der mir die Pokémon-Liga triumphiert hat. Und die Namen deiner Partner ebenfalls. Oh ja, Leute. Oh ja. Speichern. Yumi. Level 54, Bluebella. Kipa. Level 55, Tentoxa. Kyoko, Level 54, Azumarill. Tsuki, Level 54, Logok. Lani, Level 54, Gyarados. Sui, Level 53, Karpels. Willkommen in der Ruhmeshalle! Und nicht zuletzt, Michael, der Champion der Pokémon-Liga. Herzlichen Glückwunsch! Oh, ich kann das Gamepad zur Seite legen und kann uns mein Resümee zu diesem Spiel und zum Let's Play selber sagen. Also zum Spiel selber, es ist ja meine zweitliebste Edition, Schwarz 2 ist, also Platz 1. Oh, die Musik ist entspannt. Ja, wir fahren nach Hause und hier sehen wir noch unsere Pokémon Tsuki, Dolly, Yisha, Kyoko, Koka, Night Viper, Pardo, Dani, oh Gott, zu schnell, Tech, Drago, ah! Sui, Yumi, New, Kirby, Sui, Kyoko. Es wird langsam Abend und ja. Zum Let's Play selber. Es war eine harte und überaus geniale Challenge. Also, 5 Pokémon sind gestorben, das waren 3 mehr als im Blattgrün. An dieser Stelle möchte ich wirklich meinen Pokémon danken, die für mich draufgegangen sind. Das wären mein Flurmel New. Mein Zubat Koka, mein Magnetilo Gravi, mein Magnain Sassi und zuletzt im 7. Arena-Kampf mein Pelipper Nexix. Es waren 5 Opfer zu viel. Es war auch tragisch für mich, es mit anzusehen. Und ich bin dankbar, dass so viele Pokémon doch überleben konnten. Ich habe jetzt im Gegensatz zu Blattgrün versucht, mehrere Pokémon zu trainieren und nicht nur meine 6 und war auch an sich besser für mich, weil ich hatte so bessere Auswahl. Ja, das Trainieren war eine Qual für mich, die Pokémon-Liga, weil es waren doch, ja, fast 2 Stunden. Und ja, das Let's Play ist vorbei. Und ich würde sagen, ob es einen anderen Nuzlocke gibt, werden wir irgendwann sehen. Ich denke schon. Aber erstmal nicht. Sui, Yumi, New, Kirby, Sui, Kyoko,
Drago, Gravi, Suki, Keeper, Kirby, Pado, Keeper, Amika, Redu, Pindoras und Suki. Und ja, ich würde sagen, wir genießen nochmal die Musik und wir sehen uns beim neuen Let's Play. Bis dahin, Leute. Ciao.